Genau. Drei Engel für Charlie, nur ohne den dritten, ja. Jössers Händchen halten. Tara wirklich mit dem rechten Fuß ins Wasser. Nein, ich pass auf dich auf. Schau, wie lustig. Kommst du bitte beide immer her zu mir? Ja. Hallo. Kommst du weiter? Ich gebe jetzt euch einen Raum, wo ich nutzen kann. So. Das bleibt schon lange. Dann schau ich böse. Normal. Hallo, ich bin Alexandra Weidinger. Ich befinde mich gerade in Babu, denn in Kürze wird die Tara eintreffen. Sie sucht ja heute ihren Superlover. So lange, jetzt habe ich schon so lange meinen Spaß gehabt. Langsam ist mal Zeit für was Ernstes, glaube ich. Ich finde es einfach toll. Also du suchst nur Männer, oder? Na, vielleicht kann man ja eine Ausnahme machen. Also schaust du auf meine inneren Werte? Ich schaue grundsätzlich auf innere Werte, ja. Ja, ich habe eher Silikon innen. Ich glaube, er will sie nur, ich glaube, du willst sie nur, weil sie im Fernsehen ist. Nein, weil sie schöne Augen hat. Ich sage die Wahrheit. Ja, sag ja du die Wahrheit. Sage die Wahrheit. Das ist bei mir falsch. Ich wollte nur so mal vorbeischauen. Jetzt war nur Schere da. Ich glaube, ich muss mir jetzt ein paar Leute aussuchen für die Tara. Komm. Ja, wir wollen die Tara kennen. Du auch? Ist urgeil! Achso, dann setzt euch mal dahin. Na, da brauchen wir noch bessere. Was? Ich glaube, ich kenne Tara. Kennst du sie? Magst du sie nicht besser kennenlernen? Warum? Ich stehe auf Männer. Okay, dann lasse ich euch mal alleine, ihr drei, okay? Du! Komm her! Also, hast du eine Freundin? Ja. Ob du eine Freundin hast? Nein. Hast du Lust, die Tara kennenzulernen? Nur wenn der Tod rumsteht. Zeig mal irgendwen von deinen Freunden. Oh ja. Nein, ich will die Tara nicht kennenlernen. Aber ihr. Nein, haben wir schon gehabt, oder? Das sind richtige Schwäne. Ich kenne sie schon. Magst du sie noch besser kennenlernen? Oh ja, yeah. Ich nehme dich jetzt einfach mit. Du machst das jetzt mir zuliebe. Ist egal, du machst jetzt mir zuliebe. Für dich oder was? Du lernst jetzt für mich kennen, okay? Suchst du wirklich nur Männer, die Geld haben, oder möchtest du eine anständige Beziehung? Ich will eine anständige Beziehung, aber der Mann muss schon Geld haben, weil er muss schon eine eigene Wohnung haben, Ort, und er muss schon fest im Leben stehen. Ich will keinen Mann, der noch was ist, sein Leben auf die Reihe kriegen muss. Und wenn er zum Beispiel Schüler ist, der weiß noch gar nicht, wie das ist, wenn er Geld verdient, Miete zahlen muss und so weiter. Deswegen frage ich immer, was sie verdienen und ob sie schon alleine wohnen, was für ein Auto sie haben. Weil ich wissen will, ob sie erfolgreich sind und ihr Leben meistern. Aber es wäre vielleicht beim zweiten den eher günstiger, wenn du das fragst. Nein, ich will das gleich wissen. Ich will das gleich wissen, weil sonst ist Zeitverschwendung, zum Beispiel ein Schüler, das interessiert mich nicht, entschuldige. Ich bin direkt. Jetzt kommt der, den ich dir ausgesucht habe. Also lieb sein. Er scheint ja sehr beeindruckt zu sein. Den habe ich mit 13 schon mal gedatet, da hat er mich abserviert. Hallo, wie heißt du? Ich heiße Hakan. Und du möchtest heute die Tara kennenlernen? Ja, ich kenne sie schon eigentlich, aber ja. Gerne. Und warum bist du dann hier? Na, sie hat mich ja gebracht. Möchtest du ihr Superlover werden? Ach so, war ich eh schon mal. Was? War ich eh schon mal. Wo warst du schon mal? Weiß ich, dein Superlauer. Wir haben uns einmal getroffen und sind in der U-Bahn gefahren. Ja, ey. Da war ich 13. Wie findest du ihn? Er meint, er kennt dich schon. Ja, er kennt mich, weil wir mal auf Netlog geschrieben haben und einmal in der U-Bahn zusammengefahren sind, wo ich 13 war. Das war vor 5 Jahren. Das heißt, er kennt dich nicht. Genau, gar nicht. Sollen wir ihn wegschicken? Nein, verarsch ihn noch ein bisschen. Okay. Das sind deiner Meinung. Ja. Schatzi. Bitte.
Was arbeitest du? Ich bin Kellner. Was? Kellner. Also, und was verdienst du da? Ja, wieso interessiert dich das? Ich will ja wissen, was mein Superlama verdient. 9,50 ohne Trinkgeld. Dann verdient ja mein Arsch mehr. Schön für dich, was soll ich machen? Hast du ein Auto? Nein. Wohnst du alleine oder bei deinen Eltern? Was? Wohnst du alleine oder bei deinen Eltern? Alleine. Und wie groß ist deine Wohnung? 112 Quadratmeter. Ja. Genehmigt. Was ist? Ja. Na danke, ich verzichte. Bitte? Das heißt, ich müsste dich mit der U-Bahn immer besuchen kommen? Ich höre dich nicht. Was? Ich höre dich nicht. Das heißt, ich müsste dich immer mit der U-Bahn besuchen kommen? Ja, ich habe eh Führerschein, aber noch habe ich keinen Ort. Ja, bei 950 im Monat wundert mich das nicht. Was? Ich schick meinen Chauffeur. Ja. Passt. Anni, wie findest du ihn? Also ich finde ihn süß, sonst hätte ich ihn nicht für die Tara ausgesucht. Aber jetzt, wo ich mehr von ihm weiß, next. Ich denke dasselbe wie du. Ich glaube, wir sind uns einer Meinung, er ist definitiv nicht der Richtige für sie. Weil er dürfte ziemlich oberflächlich sein. Und die Tara sucht einen Mann mit Geld und mit Auto. Und der fährt mit der U-Bahn. Der was Stil hat. Und ein Mann mit Stil. Das hat er nicht. Next, oder? Next. Also, Anni und ich sind uns einer Meinung, next. Ja, also, damals mit 13 hat er mich absolviert, da war ich schier und er war geil. Jetzt bin ich geil und er ist schier. Also, next. Next. Es tut uns sehr leid, aber du musst es leider verlassen. Come on. Er schwitzt, schau mal unter seine Achseln. Ah, der schon wieder. Nee. Also möchtest du noch einen zweiten Versuch starten? Nein, ich wollte sie eigentlich um einen Tanz bitten. Sie kann nicht tanzen. Sie kann nicht tanzen. Nein. Habe ich auch gesagt. Nein! Bring sie back, komm. Ich kann nicht tanzen. Benedikt! Und du möchtest die Tara heute kennenlernen? Ali! Hast du sie schon Mut angetrunken? Ja! Hattest du davor keinen Mut? Doch! Aber ich habe sie davor nicht gesehen! Okay. Wie findest du die Tara? Naja, im Fernsehen schaut es besser aus. Im Fernsehen sieht sie besser aus? Bitte? Hast du jetzt gesagt, dass sie im Fernsehen besser ausschaut? Ja! Okay, dann sag ich dir gleich mal von ihr next. Tara? Tara, interessiert mich nicht, da schreibe ich lieber SMS. Du wolltest die Tara heute kennenlernen. Aus welchem Grund? Weil ich die Tara einfach super finde. Weil ich euch alle super finde. Was findest du so besonders an ihr? Ja, ich finde euch so hübsch alle. Und oder sie? Vor allem die Tara. Und deshalb in ATV immer wieder aufgetreten und deshalb würde ich gerne mal sie kennenlernen, gell? Ich befrage mal die Anni, wie sie dich findet. Anni, wie findest du ihn? Ja, also ich muss noch mehr über ihn erfahren. Aber ich habe eine Frage an dich. Willst du die Tara nur, weil sie im Fernsehen ist? Bitte? Ob du die Tara nur willst, weil sie im Fernsehen ist? Na ja, sie schaut super aus. Aber dass es im Fernsehen ist, ist natürlich besonders toll, aber sonst... Also, würdest du sie auch ansprechen, wenn sie nicht im Fernsehen wäre? Und würdest du mit mir Saturday Night Fever drehen? Bitte? Würdest du mit mir Saturday Night Fever drehen? Naja, ich bin nicht so ein Aufmerksamkeitsmensch.
Aber einmal. Willst du sagen, dass ich nur Aufmerksamkeit will, oder was? Nein, natürlich nicht. Aber dort könnte ich mir es nicht vorstellen. Super. Und wenn sich der Ami nicht das machen würde, wenn wir zusammen wären, ohne dir? Nein, überhaupt nicht. Und was arbeitest du? Bitte? Was arbeitest du? Ich bin noch Schüler. Wie alt bist du? 18. Und wann bist du 19? Februar. Nächstes Jahr. Und was willst du nachher arbeiten? Ja, ich habe mir vor kurzem überlegt, ob ich Architekt wäre oder sowas. Irgendwas Spektakuläres. Entspricht er deiner Typ? Ich denke nicht. Was? Next? Clemens, es tut mir sehr leid, aber du entsprichst nicht ihrer Vorstellung. Ja, was? Dankeschön. Papa! Lara, ich bin der neue Sucher, das ist Schüler. Ich hasse Schüler, Alter. Da verdienen meine rechte Arschbacke mehr als die, oder? Aber warum magst du keine Schüler? Weil die kein Geld haben. Und die haben keine Ahnung vom Leben, weil bei denen zahlen die Eltern alles, Wohnung, Auto, weil sie haben und so. Das ist mal eine Aussage. Ich will einen reifen Mann und keine Pussy, wo die Eltern alles zahlen oder sie haben gar nichts. So, hallo. So, meine Liebe, jetzt waren schon circa 10 Männer da, jetzt ist es mal Zeit, dass mal ein gescheiter Mann kommt. Vielleicht sollte es... Er ist aber nicht gescheit. Gefällt er dir nicht? Hä? Gefällt er dir? Nein. Nein? Aber das müssen wir mir nicht zeigen. Frag mal ein bisschen aus, weil Erfolg macht sexy. Vielleicht hat er keinen Beruf. Brauchst du? Was? Brauchst du gerade? Ja. Kannst du es bitte ausmachen? Ich krieg rote Augen vom Rauch. Ich mag das gar nicht. Okay. Wie alt bist du? 19. Und was arbeitest du? Ich gehe Schule. Was für eine Schule? HTL Mittling. Und da wirst du jetzt bald fertig, oder? Maskat Matura? Nächstes Jahr Mai bin ich fertig. Wir sitzen blieben? Ja, einmal. Hast du ein Auto? Nein, noch nicht. Also bei deinen Eltern? Ja. Es war sehr nett, dich kennenzulernen. Was? Es war sehr nett, dich kennenzulernen. Danke. Also, du hast kein Interesse an ihm? Eigentlich gar keines. Lara, warum? Ist weder hübsch, noch hat er Geld, noch hat er irgendwas. Warum finden wir keinen Mann für dich? Warum bist du so wählerisch? Weil ich weiter suchen muss. Anni, was denkst du, warum ist die Tara so wählerisch? Weil die Tara, die hat den gleichen Geschmack wie ich. Ein Mann muss stinken, am besten nach Geld. Und du glaubst wirklich, dass man da einen richtigen Mann findet? Nein, aber ich glaube, wenn er Geld hat, dann passt der Rest meistens auch. Ich muss sagen, das ist ein nettes Shirt. Zeig das mal. Mir war klar, dass das ist ein Shirt. Doggy Style. The bitch is love me. Findest du das faszinierend, Tara? Sehr direkt finde ich das. Du möchtest... Was? Du möchtest ja heute die Tara kennenlernen. Glaubst du wirklich, dass sie beeindruckt ist für dieses T-Shirt? Absolut nicht. Absolut nicht. Dieses T-Shirt soll dich beeindrucken. Dann solltest du dein T-Shirt ausziehen. Das darf ich nicht. Wärst du dafür? Warum? Dieses T-Shirt oder den Inhalt darf nur gewisse Leute sehen. Tara, ich bin der Meinung, dass ich dein T-Shirt ausziehen muss. Was sagst du dazu? Ja, zieh dein T-Shirt aus. Warum? Ich bin nicht so leicht zu haben oder so. Dann sollte ich den Next schicken, meine. Schatzi, wie alt bist du? Zu alt. 28. Also ich hatte schon einen 38-Jährigen heute da. Wirklich? Ja. Der wollte ich kennenlernen. Ja. Was hast du gedacht darüber? Ja, da hat er schon ziemliche Falten. Ja, was hast du gedacht darüber? Ja, wenn er Geld hätte, dann... Du stehst aufs Geld? Nein. Überhaupt nicht. Was arbeitest du? Programmierer.
Also und wie viel verdient man da? Gut genug, 2000. Aha, und was für ein Auto hast du? Bist du materiell? Nein, aber es geht drum. Mein Mann muss fest im Leben stehen. Er muss einen guten Job haben, ein gutes Auto, eigene Wohnung und so. Ganz normal, er muss halt einfach schon was erreicht haben im Leben. Ich will kein kleines Kind, das noch zur Schule geht. Ja, aber Dara, wie alt bist du? Ich bin 18. 18. Ich bin 28, bin 10 Jahre älter als du. Deswegen sage ich, ich habe mein Leben schon erreicht und ich stehe mein Leben fest. Ich habe einen guten Job, ich habe ein Auto, ich habe ein Motorrad. Aber ganz ehrlich, suchst du dir die Typen nur auf das, was sie haben? Aber schau, wenn ich mir denke, ein Typ ist arbeitslos oder so, hat gar nichts, was mache ich mit dem? Das hat was mit Charaktereinstellung zu tun. Wir müssen mal die Anni befragen, was sie dazu sagt. Anni, was denkst du über ihn? Also das Leihwahl finde ich geil. Bist du wirklich der Meinung? Nein, aber es ist trotzdem geil, dass er sich Warum widersprichst du dir? Dass er sich das traut, mit so einem T-Shirt zu gehen. Okay, ich finde, er ist ein bisschen zu alt. Er ist auch nicht so Daria-Typ. Wenn er 5 Jahre jünger wäre, wäre es perfekt. Aber leider. Ganz kurz, warum wäre ich der Daria-Typ, wenn ich 5 Jahre jünger wäre? Ja, weil wenn du 5 Jahre jünger wärst, würdest du anders denken. Glaubst du? Ja. Inwiefern? Sie gehen mir jetzt nicht, ich bin schon angesoffen. Aber ich bin nicht oberflächlich, aber würdest du zum Beispiel eine Freundin wollen, die arbeitslos ist und nur zu Hause sitzt und bei ihrer Mami wohnt? Das hat ja was mit Charakter und Einstellung zu tun, weil ich habe auch schon meine eigene Wohnung und alles. Tara, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber du sitzt da und sagst jetzt, was hast du? Du kannst ja nicht einen Typen kennenlernen, wo du sagst, was hast du? Nee, aber schau, ungefähr 4 Typen ist jetzt ein Schüler. Mit sowas fange ich nichts an. Ja, aber das musst du ja klar sein. Warum glaubst du, sitzen die Typen alle da? Warum sie sich kennenlernen wollen? Was? Warum wollen nicht die Typen alle kennenlernen? Weil ich geil bin und im Fernsehen. Du sagst das, genau das ist es. Wir müssen die Kleider wegschicken. Das ist kein Problem. Also tschüss, oder? Sag tschüss. Das ist total nett. Sag tschüss. Tschüss! Ja. Tschüss. Du brauchst gar nichts mehr sagen. Nein, also ich bin nicht so gemein. Ist okay. Wir lernen gar nicht mal weiter. Action. So, Tara, du hast heute leider nicht deinen Traummann gefunden. Woran ist es gescheitert? Ja, die sind alle Schüler und haben kein Geld und kein Auto und kein nichts, kein gar nichts. Aber suchst du nicht eigentlich einen richtigen Mann? Ja, ich suche einen richtigen Mann, der sein Leben schon auf die Reihe gekriegt hat und schon alles erreicht hat und nur mehr seine Traumfrau sucht und nicht, der noch ein Auto braucht, seinen Führerschein, seine Wohnung und bla bla bla. Also kannst du ihm das nicht geben, was er will? Er kann mir nicht das geben, was ich will. Also suchst du einen Mann, der reich ist, der ein Auto hat, eine Wohnung hat und dir das bieten kann, was du brauchst? Nein, er muss nicht reich sein, sondern halt so normal verdienend. Aber jeder normale Mann in einem gewissen Alter hat ja schon... Was ist denn normal verdienend für dich? Ja, also zwischen 1500 und 2500, ein bisschen mehr geht auch. Aber viel mehr nicht. So richtig reiche Männer mag ich nicht, weil die sind so behindert. Erzähl mir mal, welchen Mann du eigentlich suchst. Wie muss er ausschauen? Also, er muss am besten 23 bis 25 sein. Attraktiv, so nicht zu dick, nicht zu dünn. Er muss nicht so ein Schönling sein, aber halt halbwegs was zugleich schon. Er muss treu sein, geduldig, weil ich bin sehr anstrengend. Er muss meinen Job verstehen, ATV und so. Das mache ich trotzdem, auch wenn ich einen Freund habe. Er muss schon ein Auto haben, eine eigene Wohnung oder ein Haus. Einen guten Job und so. Er muss halt schon fest im Leben stehen und muss schon gesattelt sein. Klar, Männer findest du sicher keinen Mann, der so ist. Wieso? Ich finde, das sind gar keine richtigen Ansprüche. Ich denke schon. Wieso bist du kein Mann, der treu ist und schon fest im Leben steht? Natürlich. Na, also was sind dann hohe Ansprüche? Deine. Ja, was war daran zu hoch? Vielleicht liegt es an den Ansprüchen, was Gehalt betrifft.
Auto, du bist immer... Na, halt, schau mal, ich als Frau, wenn ich keine Ausbildung habe und ich arbeite bei Spar... 40, du hast keine Ausbildung? Na, als, zum Beispiel jetzt, als Frau, wenn man keine Ausbildung hat, man arbeitet bei Spar 40 Stunden, kriegt man 1600 ungefähr. Beim Hofer vielleicht. Ja, okay, dann kriegt man beim Spar 1400. Aber trotzdem, ein Mann muss immer mehr verdienen als die Frau, oder? Also muss er mindestens 1500 Aufwärts verdienen. Muss er nicht. Ja, mein Mann muss das schon, weil wir schauen, dass er nicht mehr verdient als er. Also hast du doch hohe Ansprüche. Nein, das... Anni, ja. Du hast beste Freundin. Was sagst du dazu? Frau, oder? Wie stellst du dir einen Traummann für die Tara vor? Groß wie ein Bär. Nein, er muss schon viel... Naja, viel. Naja. Das ist keine Aussage. 1600 ist schon. Na sicher muss ein Mann mehr wie die Frau verdienen. Er muss halt der Frau auch was bieten können. Sicher. Glaubt, er kann mich einfach so flachlegen und mit mir angeben, oder was? Er muss mir schon was bieten können. Ja, entschuldige. Er muss schon wenigstens eine Tasche springen lassen oder Schuhe. Ja. Na, ist, entschuldige. Von nichts kommt nichts, oder? Ich meine, ich biete ihm ja auch was. Er hat mich dafür. Was bittest du? Babys! Silikon-Babys, aber ich schau geil aus. Ich schau geil aus, ich habe einen super Charakter. Und ich bin. Wie sagst du, das glaubst du? Das war jetzt ein Spaß. Sicher ist meine beste Freundin, wenn sie schier wäre, wäre ich nicht mit dir. Genau. Also, wenn sie unattraktiv wäre, würdest du nicht mit ihr befreundet sein? Nein, weil wir schon. Deswegen. Aber ich bin ja eine geile Sau. Ja, eben. Warum bist du oberflächlich? Bin ich nicht. Doch. Nein, ich kann aber nicht mit einer mit einem. Du weißt, Schatzi, dass meine inneren Werte noch geiler sind als mein Aussehen, gell? Wenn du sagst, wenn sie unattraktiv wäre, wärst du nicht wie befreundet. Weil es nicht zusammenpasst, weil beste Freundinnen immer gleich sein müssen. Wir sind beide schön. Also findest du dich sehr hübsch? Ja. Natürlich ist sie hübsch. Wir sind beide geil. Ich hoffe, dass ihr auf jeden Fall eure Männer findet. Aber schau, wenn ich zum Beispiel jetzt eine dicke, fette Freundin hätte, dann sie würde nur leiden neben mir, weil die Typen nur mich ansprechen würden und das wird dann die Freundschaft belasten, verstehst? Und deswegen, na, das ist nicht böse gemeint, aber das ist, muss halbwegs ausgeglichen sein, weil sonst leidet die Freundschaft darunter. Und du machst gar nicht. Siehst du das genauso, Anni? Ja, ich sehe es genauso und kannst ihm bitte sagen, dass er weggehen soll. Zeig ihm das lieber selber. Kannst du bitte weggehen? Ihr alle vier, könnt ihr, ihr seid Tschirch, Tschirch und schwul. Und alle, nein, der ist süß, der darf bleiben. Den haben wir vorhin genextet, gell? Ich glaube nicht. Nein, nein, heute leider nicht mehr. Ihr seid alle Tschirch und jetzt geht, na der ist auch süß, der geht auch noch. Der geht auch noch. Ich glaube, der ist minderjährig, Anni. Wie alt bist du? Ich bin 18. Nein, das ist... Mein Arsch ist älter. Schwanz älter als du. Welcher Schwanz? Zeig ihm mal. Na komm, zeig. Zeig ihm. Also er präsentiert jetzt... Also er will uns jetzt sein bestes Stück präsentieren. Na komm, zeig. Ja, zieh. Oh, die Ausreden. Also, der dürft nicht viel in der Hose haben. Blöd reden, aber nichts dahinter. Lass mich verarschen. Lass mich verarschen. Ein bisschen Abstand habe ich. Ja, was geht ab? Tja, ich glaube, er ist schwul. Warum geht es bloß Stress? Ich verstehe das heute nicht. Du verarschst dich selber. Was macht er eigentlich hier? Ich bin echt als eure Frau. Was ist? Komm, ich interview dich. Warte, wir haben die Frage. Wie ist dein Name? Was macht ihr jetzt eigentlich hier? Ich bin jetzt als dein Vater. Sei ruhig einmal kurz, wir gehen bevor. Gott, das sehe ich die Fernsehen. Nein, bevor sind wir noch. Ich denke schon. Die sind alle behindert. Die sind alle scheiße. Die sind alle behindert. Die hat mir geschrieben. Sprich das ab. Typisch Ausländer, sag ich doch. Du bist der Liebste. Ich hab nur geschrieben, kommst du bevor, mehr geschrieben. Wen willst du durchnehmen? Sie. Alle drei. Sie mit den Plastikbabys. Ich sag nur typisch Ausländer, weißt du? Wieso Ausländer? Was hast du gegen Ausländer? Thomas! Nein! Hallo, ja! Thomas! Nein! Ist das alles schon Thomas! Also, das war definitiv. Das sind diese Möchtegern-Papierschwabos, die glauben nur, weil sie ein Ausland haben, sind sie Österreich und können sich da alles erlauben, okay? Können nicht einmal die österreichische Rechtschreibung den einzigen Wortschatz sind. Die haben, du Fotze, ich nehm dich durch, mein Kurat ist größer. Mein Kurat ist aber nicht was Deutsch. Weiß ich? Sie sind einfach nur, ihr seid scheiße! Na, sie kommen schon wieder, bitte kommen, bitte gehen wir.